heiße Leads auf Autopilot planbar gewinnen, sprich Kunden, die 2, 5 oder 10.000 Euro pro Monat zahlen für deine Agenturdienstleistung. Das ist möglich und ich zeige dir in dieser Anleitung ganz genau, wie das geht, dass du keine Kaltakquise machen musst, sondern dass die Leute auf dich zukommen und bei dir kaufen wollen und mega Bock haben, mit dir zu arbeiten. So. Wir von Agentur Consulting haben mit über 600 Agenturen zusammengearbeitet, Freelancern, Webdesignern und so weiter, haben 20 Millionen Umsatz generiert für unsere Kunden, eine eigene Marketingagentur aufgebaut und super viel Adspend selbst investiert. Wir haben bis heute noch eine Agenturdienstleistung, die wir quasi machen einfach. Wir haben super viel Umsatz selbst gemacht und eben auch super viele Kunden erfolgreich aufgebaut. Für eine Facebook-Ads-Agentur haben wir diese Methode erfolgreich aufgebaut. Die macht aktuell 200.000 Neukunden Umsatz quasi pro Monat. Für eine E-Mail-Marketing-Agentur haben wir es aufgebaut, die auch gerade 2 bis 3 Leads pro Tag durch Ads generiert, die bei ihm kaufen wollen quasi. Für eine Recruiting-Agentur haben wir es aufgebaut und für einen Webdesigner haben wir es aufgebaut. Das sind natürlich noch für andere Leute. Aber einfach, dass du siehst, für jeden ist was dabei. Das heißt, wenn du hier aktuell eine Agentur hast oder eine Agentur quasi hochfahren möchtest, dann ist dieses Video richtig für dich, denn ich zeige dir ganz konkret, wie du an diese relevanten Kunden kommst und wie du als einer der wenigen Anbieter im Markt quasi werden kannst, die es schafft, also als Agentur profitabel Werbeanzeigen zu skalieren. Weil das Ding ist, die meisten schalten zwar Werbeanzeigen für ihre Kunden, schaffen es aber nicht selbst über Werbeanzeigen Kunden zu gewinnen, sondern machen Kaltakquise oder gar nichts und warten auf Empfehlungen. Und wenn du diesen Guide hier erfolgreich umsetzt, dann wirst du es schaffen, eben planbar, nachhaltig und wirklich legit wie am Fließband hochwertige Kundenanfragen zu bekommen. Und das ist ein bisschen, sag ich mal, hört sich ein bisschen crazy an, so geht aber auf jeden Fall und genau das zeige ich dir in diesem Video. Wichtig ist, dass du die Sachen nicht überspringst, dass du nicht einfach jetzt zu dem Ad Creator springst und sagst, ich mache es jetzt genau so und kopiere das, sondern dass du dieser Anleitung folgst, dass du das gesamte Video hier anschaust, denn so kann ich sicherstellen, dass du quasi auch wirklich die Erfolge hast, die ich dir hier verspreche, denn du brauchst quasi keine weiteren Informationen, außer dass was in dem Video wirklich drin ist, aber dazu musst du das Video eben vollständig angeschaut haben. So, Disclaimer Nummer 1. Wenn du zu uns ins Erstgespräch kommst, dann können wir dir einen ganz klaren Plan mitgeben für deine aktuelle Situation, die du auch ohne, und diesen Plan kannst du auch dann ohne unsere Unterstützung quasi umsetzen, weil du die kostenlosen Ressourcen aus der Freelancer Masterclass komplett nutzen kannst. So, du weißt, du bist ja quasi hier in der Freelancer Masterclass, was ich dir empfehlen würde. Wenn du noch kein Mitglied bist, klick hier auf Community und tritt hier der Gruppe bei. Wir haben hier super viele kostenlose Kurse. Wir haben hier Sachen auch, an denen wir noch weiterhin arbeiten werden, also noch mehr zu veröffentlichen, wie du Projektmanagement lernst, wie du Recruiting, Social Media, IT, Reels, Copywriting, all das kannst du hier komplett kostenlos lernen in hochwertigen Kursen. Das heißt, falls du noch kein Member bist, quasi trag dich einfach kostenlos ein und schon hast du da Zugriff zu gewissen Sachen und kannst dann mit der Laufzeit weitere Sachen freischalten, komplett kostenlos. Sind wahrscheinlich so die besten Inhalte in 2024, um deine Agentur aufzubauen. So, Leute haben uns gesagt, hier einfach das heißt Testimonial, das ist auch in der Community, kannst auch selbst nachschauen. Diese Kurse, die hier drin sind, da habe ich 1 bis 2.000 Euro oder 3.000 Euro teilweise bezahlt und die Sachen sind krasser, die hier drin sind. Das heißt, sicher dir einfach jetzt quasi den Zugang, indem du einfach dir eine Mitgliedschaft in der Freelancer Masterclass holst, komplett kostenlos. Denn du wirst sehr wahrscheinlich, also wenn wir uns das anders überlegen und irgendwann das doch verkaufen wollen, dann wäre es halt blöd für dich, deswegen such dir es jetzt quasi, mach dir jetzt schon mal den Account, dass du die Inhalte kostenlos bekommst, bevor wir es uns anders überlegen. Und Disclaimer Nummer 3, wenn du noch keine Kunden hast, dann ist dieses Video tatsächlich nichts für dich. So, ich sage dir trotzdem mal ganz kurz, wie du dann vorgehen kannst. Es gibt eine Podcast-Strategie, die zeige ich aber in der Freelancer Masterclass nochmal ausführlicher, dass du quasi deinen eigenen Podcast aufbaust und dadurch Kunden gewinnst relativ schnell, weil du jeden Podcast-Gast dann fragen kannst, ob er nicht auch bereit ist, ein Erstgespräch mit dir zu machen, auf eine vernünftige Art und Weise, super seriös, super simpel. Und das machen auch die wenigsten wirklich vernünftig, aber das geht auf jeden Fall. Deswegen aber für alle, die schon quasi ungefähr eine Positionierung, ein Angebot haben, gehen wir mal direkt rein in die Materie. Und hier haben wir mal zwei Beispiele, wie das Ganze aussehen kann vom Funnel, von der groben Perspektive. So, im Recruiting wäre es dann so, hey, du willst mehr Bewerbungen erhalten, ohne mit Recruiting-Agenturen und Headhunter zusammenzuarbeiten. Hier haben wir quasi eine Landingpage. Wenn du da deine Stellenanzeige einträgst, dann optimieren wir sie durch KI. Dann trägt man dort deine Daten ein und bekommst das Ergebnis per Mail zugeschickt, weil es durch ChatGPT analysiert wurde. Und dann bekommst du quasi ungefähr 5 bis 10% der Leute, die sich direkt einen Termin bei dir buchen. Bei dem Rest fasst du telefonisch nach. Bei der Ad-Agentur würden wir quasi eher
eine Thematik beschreiben, die super spannend ist. Also, hey, wenn du noch keine Burggraben-Ads für dein E-Commerce schaltest, dann verbrennst du aktuell legit Geld. Das ist eine Sache, die hat man vielleicht noch nicht so gehört als E-Commerce-Store. Hört sich neu an, hört sich nice an und ist tatsächlich auch eine Sache, die dann diese Agentur in dem Fall anders macht als andere E-Commerce-Agenturen. Und dann trägt man sich auf die Landingpage ein und quasi, ja, muss da dann Daten hinterlassen und dann bekommt man die Fallstudie per SMS zugeschickt, ähnlich wie du es hier quasi bei uns bekommen hast. Und dann kann man auch dort telefonisch nachfassen oder 5 bis 10% der Leute buchen sich direkt einen Termin. Und das funktioniert hervorragend. Diese Agenturen machen roundabout 200.000 Monatsumsatz. Ja, also jeden Monat logischerweise 2 Millionen im Jahr, genau durch diese Methodik. Und also wenn du noch nicht da bist, kannst du das wirklich nutzen. Und wenn du da hinkommen willst, beziehungsweise wenn du schon etwas Umsatz machst, aber einfach 200.000 Umsatz zu deinem aktuellen Revenue Stream hinzufügen willst, kannst du auch das nutzen. Und wie gesagt, als Kontext, wir selbst schalten aktuell Werbeanzeigen natürlich für unser Consulting, haben aber auch eine aktive Agenturdienstleistung, die wir verkaufen und wo wir quasi unsere Agentur im Hintergrund einfach haben zum Thema CRM und ClickUp und haben eben über 600 Agenturen genau bei dem geholfen. Wichtig ist natürlich hierbei, das Ganze funktioniert nur, wenn du eine Positionierung hast, die sich am Markt abhebt oder dein Angebot einen Unique Selling Point, also ein Alleinstellungsmerkmal hat. Wenn du beides nicht hast oder nur eins von beiden, buch dir super gerne mal ein Gespräch bei uns. Wie gesagt, wir beißen nicht, wir verkaufen nichts. Es ist kein ekliger Sales Call, wo du am Ende eine Entscheidung treffen musst, sondern wir weisen dich entweder auf die richtigen kostenfreien Inhalte in der Freelancer Masterclass hin oder wir geben dir direkt die entsprechenden Hinweise und Impulse, dass du es einfach so umsetzen kannst. Ohne jetzt mit uns zusammenarbeiten und wenn es mal Sinn macht, bieten wir dir auch das natürlich an, aber einfach nur, wenn es 100% Sinn macht und dann auch nur, wenn wir quasi ne, auch dir sagen können, hey, zum Beispiel, wir haben auch eine Garantie, dass das funktioniert, was wir machen. Das heißt, selbst, also bieten wir auch nicht jedem an, aber wenn du da der Richtige bist, sagen wir sehr, sehr gerne, hey, wir glauben da sehr, sehr stark an deinen Erfolg und dementsprechend können wir dir garantieren, dass du entsprechende Umsätze erzielst. Und solche Sachen sind dann immer ganz entspannt und können wir ganz in Ruhe durchgehen. Aber auf jeden Fall buch dir super gerne ein Gespräch, um einfach da die Klarheit für die nächsten Schritte zu bekommen. Entweder Inhalte in der Freelancer Masterclass, die du dir anschauen sollst, oder eben ganz konkrete Impulse oder eventuell auch eine Zusammenarbeit, wenn es sinnvoll ist. Und genau, das ist die erste Voraussetzung, sage ich mal, eine gute Positionierung. 30 Euro am Tag mindestens zur Verfügung haben. Und dass du mindestens 20 Verkaufsgespräche, nicht Erstgespräche, sondern Verkaufsgespräche mit deiner Zielgruppe geführt hast. Und genau, außerdem natürlich bei weiteren Fragen, wenn du das alles umgesetzt hast, kannst du auch da dir ein Erstgespräch buchen, einfach um quasi sicherzustellen, dass du nichts falsch gemacht hast. Du kannst natürlich den Funnel auch in die Freelancer Masterclass posten, wir geben dir Feedback oder uns eine Direktnachricht schreiben. Das ist alles möglich. Warum solltest du quasi einen Funnel nehmen versus Kaltakquise? Ich meine, die wenigsten haben wirklich Bock auf Kaltakquise und bei den wenigsten läuft Kaltakquise auch wirklich gut. Aber ne, unabhängig davon hast du einfach durch den Funnel eine deutlich höhere Entscheidererreichbarkeit, gerade bei Zielgruppen, die schwer zu erreichen sind, wie Ärzte und Co., weil die sich ja selbst eintragen. Du hast ein sehr hohes Vertrauen quasi in dir selbst, wenn du selbst der Vertriebler bist, dass das ein guter Lead ist, weil er sich ja selbst eingetragen hat und damit gehst du auch mit einem anderen Verständnis an diese Calls, was es nochmal besser macht und ist einfach ein sehr, sehr zuverlässiger Kanal, wo einfach regelmäßig neue Leute reinkommen. Im Prinzip, du wirst es kennen, das ist eine Facebook-Ad-Landing-Page-Danke-Seite, die Mail geht raus, wenn man sich eingetragen hat. Die Mail hat einen Call to Action zum Erstgespräch. Manche buchen sich auch direkt ein Erstgespräch und es gibt Retargeting. Das kennst du, das ist nicht das Problem, dass sowas irgendwie crazy und neu ist, aber die Inhalte sind das Problem. Die Inhalte sind das größte Problem, warum die meisten es nicht schaffen, das vernünftig aufzusetzen. Und wenn du aber dieser Anleitung folgst, dann wirst du es schaffen. So, aber du kannst nicht erwarten, dass quasi der Funnel richtig geil wird, wenn du einfach irgendwas machst und wenn du, keine Ahnung, irgendwie denkst du, ja, es war alles schön und gut mit dem Funnel und du machst das einfach irgendwie, nimmst dir gerade nur 1, 2 Stunden Zeit und hast dann keine Ergebnisse. Das ist klar, wenn du quasi keine gute Positionierung hast, keinen guten USP, was sich irgendwie abhebt und wenn du, ja, wenn du dir einfach keine Mühe gibst. Also du musst dir wirklich mit Mühe geben, weil die Sachen kennst du an sich. Wenn ich jetzt sage, hey, es wird eine Facebook-Ad geben, Landingpage, Danke-Seite mit nochmal einem Video am besten drauf, Retargeting, das Video pitchst du auf das Erstgespräch. So, das sind alles simple Sachen, so. Also technisch gesehen, aber inhaltlich ist es die Krux. So, ne? Und vom Prinzip setzt du es quasi auf, den Funnel, und wartest 4 Tage, bis du irgendwas optimierst. Und dann, weil die ersten 4 Tage muss Facebook erstmal klarkommen quasi, oder Meta, erstmal klarkommen, was da abgeht.
Wir wollen, by the way, immer auf Meta setzen, nicht auf LinkedIn, nicht auf YouTube. Das ist nochmal eine andere Thematik. Wenn du dazu Fragen hast, hau's gerne in die Community. So, aber das ist erstmal so der wichtigste Kanal für die meisten Agenturen. Und genau, dann wäre quasi der tägliche oder wöchentliche und monatliche Ablauf so, dass du diesen Lead-Magnet natürlich erstmal baust. So, wir empfehlen im Recruiting eine KI-Analyse und im E-Commerce quasi eine E-Commerce-Methodik, die man so noch nicht kennt. Je nachdem, was jetzt deine Zielgruppe ganz genau ist, ja, kannst du einen von denen wählen. Wir schauen uns auch mal ein paar andere an. Aber dann quasi telefonierst du täglich hinter den Eintragungen des Lead-Magneten hinterher und optimierst auf wöchentlicher Basis die Werbeanzeigen und nimmst logischerweise die Gespräche wahr, die sich eh eingetragen haben. Ne? Das ist aber quasi ja, so 5 bis 10%. Das heißt, es werden sich mehr eintragen als einen Termin direkt buchen. Aber es reicht für die meisten auch aus, 10, 20, 30.000 Umsatz mehr im Monat zu machen, wenn sie einfach nur die Termine wahrnehmen, die sie quasi, ja, die sich eintragen. So einfach als Beispiel, dass du mal verstehst, was man mit so einem Funnel erreichen kann. Ein Kunde von uns in der Kosmetikbranche hat ein VSL-Funnel für den Bereich aufgesetzt, hat ungefähr 300 Eintragungen bekommen, quasi auf seiner Opt-in-Landing-Page und ungefähr 73, also zu dem Zeitpunkt, wo ich mit ihm gesprochen habe, das war letzte Woche, 73 Erstgespräche quasi haben sich dann, hat er quasi in einen Kalender bekommen, von wo ungefähr 60 Termine erschienen sind und er logischerweise da eine ganze Menge von geclosed hat. Das heißt, du kannst extrem hochskalieren, das Ganze ist natürlich auch nochmal ein großer Vorteil und es sind Zahlen aus der Praxis. So, ich zeige jetzt ganz bewusst keine Funnels, damit die nicht einfach hier random kopiert werden. Deswegen habe ich auch hier keine Funnels gezeigt. Also ich will, dass du auf deine eigenen Ideen kommst, deine eigene Kreativität nutzt und nicht einfach die Sachen kopierst von unseren Kunden, sondern ja, einfach das quasi anders machst. So, weil sonst bringt es auch wieder nicht. Selbst wenn du das genauso machst wie unser Kunde, so wirst du nicht dieselben Ergebnisse haben, weil du einfach nur die zweite Person bist, die es macht und man das schon mal gesehen hat und dann denkst du, okay, ich lieber zu dem ersten Anbieter. Und genau, deswegen, wir brauchen erstmal einen Lead-Magneten, um zu starten. Wirkt Empfehlung, KI-Analyse, automatisiert mit ChatGPT und Zapier bzw. Make. Was kannst du noch machen? White Paper, Report, Checkliste, Vorlage, Schablone, Werbeaccount-Analyse. Das ist zum Beispiel sehr zu empfehlen. Auch ein Return on Investment-Rechner. Das ist sowas wie, dass du ganz konkret zeigst. Da kann ich das vielleicht mal zeigen. Shophorse. Genau, dass du quasi ganz konkret zeigen kannst, ey, wie viel, was sind die Kosten, die du im Shop hast und welchen Shop-ROAS musst du dann am Ende eigentlich rausbekommen, lieber Kunde? Weil das ist eine ganz klare Sache, wo die meisten gar keine Klarheit haben. Wenn du jetzt im E-Commerce unterwegs bist, eine sehr spezifische Sache, einfach, dass du schon mal gesehen hast und sagst, hey, das ist eigentlich dein Shop-ROAS, den du haben musst. Die meisten denken, die meisten kommen gar nicht auf den richtigen ROAS, weil sie irgendwas einfach machen so. Und damit schaffst du extrem viel Klarheit, extrem viel Mehrwert. Als ganz konkretes Beispiel, einmal um auf geile quasi Ideen zu kommen, nicht einfach irgendwas zu machen. Dann eine Funnel-Vorlage zum Beispiel wie die hier, eine Shop-Analyse kannst du natürlich anbieten, Landingpage-Webseiten-Analyse, Werbeaccount-Analyse, habe ich auch schon gesagt, Videotraining, Workshop-Aufzeichnung und so weiter. Das war mal ein eigenes Beispiel aus meiner eigenen Agentur damals. Das wäre hier ein Beispiel für eine von der Google Ads Agentur. So, das ist Punkt Nummer 1. Das baust du erstmal, wird wahrscheinlich so einen halben Tag bis Tag dauern. Da musst du dich einfach quasi fragen, ne, was sind so die größten Pains, die du mit deinem Lead-Magneten schon direkt lösen kannst, weil je mehr Mehrwert du quasi lieferst, desto eher sind auch die Leute dann bereit, den nächsten Schritt zu machen im Funnel, nämlich sich vielleicht ein Gespräch bei dir zu buchen. Dann kommen wir zum extrem wichtigen Punkt, nämlich der Copy. Die Copy muss gut sein im Lead-Magnet, überall, wo du halt quasi also wo du halt generell Copy brauchst. Das ist extrem, extrem wichtig. Und das macht wirklich den Unterschied wie Tag und Nacht. Wir sammeln aktuell, Stand jetzt am 5. März quasi 2024, Leads für ungefähr 10 bis 15 Euro von qualifizierten Agenturinhabern, die quasi ja in unsere 1:1-Betreuung wollen, ob auch immer rein wollen. Jetzt nicht über den Funnel, den du hier gerade siehst, sondern quasi immer nochmal einen anderen. Warum funktioniert der so gut? So, wir haben einen extrem starken Lead-Magnet. So, das heißt, das ist auch, by the way, eine Sache, die kannst du dir auch angucken. Die Projektmanagement Mastery ist wirklich, also wir haben so die besten Kurse aus Deutschland, Amerika uns reingezogen, über 600 Agenturen betreut und ich aus all diesen Informationen und Mentorings und Masterminds und eben unsere eigene Erfahrung wirklich den besten Projektmanagement-Kurs zusammengestellt, den es meiner Meinung nach aktuell gibt, also im deutschsprachigen Raum, aber auch generell, aber vor allem auch auf den deutschsprachigen Raum optimiert, wie du Projekte in ClickUp
aufbaust, oder ClickUp ist ein Projektmanagement-Tool, wie du es automatisierst und so weiter. Das ist ein extremer Mehrwert, wenn du dir das anguckst. Du kannst wetten, da könnten auch 3.000 Euro wahrscheinlich für verlangen. Das wäre immer noch super, super fair, weil es einfach ein super großes Delivery- und Fulfillment-Problem im Agenturmarkt löst. So, und das ist quasi unser Lead-Magnet. Und der ist extrem wertvoll. Das heißt, wenn du dieses Video anschaust, mach dir gerne mal wieder einen Account bei der Freelancer Masterclass, dass du dir das auch mal reinziehst. Und den bieten wir quasi an über Werbeanzeigen. So, warum sind unsere Werbeanzeigen da gerade so gut? Weil wir Aha-Momente erzeugen. Ich gebe dir ein ganz konkretes Beispiel. Wir sagen auch aktuell, hey, du musst nicht mehr Kunden haben, du musst nicht bessere Kunden haben oder mehr Mitarbeiter haben, um auf 100k im Monat zu skalieren. Du musst vor allem deine Kunden erfolgreicher und zufriedener machen, dass sie häufiger wieder kaufen. Und das schaffst du durch ein sehr, sehr gutes Projektmanagementsystem. Das heißt, wenn du gerade mehr Akquise machen, wenn du mehr Umsatz machen willst, solltest du aufhören, mehr Akquise zu machen, sondern solltest du quasi an den Projekten arbeiten. So. Oder am Projektmanagementsystem, nicht unbedingt an den Projekten direkt. So, dass du quasi Kundenergebnisse wie am Fließband produzieren kannst, ohne wie am Fließband irgendwie die Leute abzufertigen und quasi nicht mehr individuell und persönlich zu sein. So, das ist, sage ich mal, das meinen wir auch genauso. Das ist nicht immer nur ein Marketing-Gag. So, und das ist tatsächlich ein Paradigmen-Shift. So, die meisten sagen, wenn ich mehr Umsatz machen will, muss ich mehr Sales machen, muss ich mehr Verkaufsgespräche führen. Wir sagen, nein, du musst quasi ein besseres System für deine Projekte haben. So. Das ist eine Message, die hat der Markt noch nicht so gehört und deswegen ist es gut, deswegen funktioniert es und das ist auch tatsächlich die richtige Message. Ich bin sehr fest davon überzeugt, dass die besten Agenturen in Zukunft die sein werden, die auch die besten Kundenergebnisse liefern werden. Das heißt, es ist nachvollziehbar, aber eben eine Sache, wo man dachte, okay, eigentlich habe ich gedacht, wenn ich mehr Umsatz machen will, ist quasi Akquise mein Problem, aber jetzt sagt, kommt mir einer, okay, Akquise ist nicht mein Problem und hat dann sogar noch einen extrem kranken Leadmagnet, der extrem viel Mehrwert liefert. Und deswegen funktioniert quasi dieser Funnel so gut. Und das ist quasi dieses Thema Aha-Momente. Das musst du schaffen in der Copy, im Lead-Magnet, überall, dass du da wirklich einfach die Leute extrem gut abholst. Des Weiteren musst du definitiv Software verwenden. Also vielleicht wahrscheinlich manchmal, um einfach zu sagen, hier bist du immer auf der Suche nach neuen Kunden. Kommt vielleicht für dich nicht so geil wie, hey, manchmal wünschst du dir mehr Kunden, denn du hast grundsätzlich machst einen geilen Job, weil du über Empfehlungen quasi richtig geile Kunden bekommst, so. Aber manchmal wünschst du dir eben auch mehr Kunden, so. Ist viel geiler, kommt für dich viel besser an. Ich fronte dich nicht. Ich sage nicht irgendwie, du bist quasi etwas, keine Ahnung, sondern ich sage einfach, hey, manchmal wäre es doch ganz cool. Da kannst du viel leichter zustimmen und viel leichter sagen, ja, stimmt, manchmal schon. Schuld auf andere schieben, nicht auf den Kunden, um das Ego nicht zu triggern. Auch super easy. In dem Fall, ne, bei unserer Werbeanzeige könnte ich einfach die Schuld auf unsere Konkurrenz schieben, die ganzen Sales Coaches da draußen, die sagen, du musst mehr Sales machen. Klar, ist einfach, die wollen einfach selbst mehr Sales machen, deswegen sagen sie es. Aber wenn man ehrlich ist, ne, die besten Agenturen liefern die besten Ergebnisse. Solche Sachen ist das ist zum Thema Schuld. Show, don't tell. Schreibe nicht Leichtigkeit, sondern beschreibe eine Situation, wo du dich leicht gefühlt hast. Das sind einfach wichtige Sachen quasi in der Copy selbst. Wie kannst du dann quasi das den Text auch gut machen? Laut vorlesen, super wichtig. Schreibt bitte so, wie als wenn man mit einem Freund redet und nicht, also manche schreiben auf einmal ganz anders, wenn sie auf einmal anfangen, Copy zu schreiben. Überarbeite den Text logischerweise, wenn du ihn laut vorgelesen hast. Erzeuge Open Loops. Das heißt, was vielleicht noch besser gewesen wäre, hätte ich am Anfang direkt gesagt, hey, ich werde dir quasi genau zeigen, wie der Funnel hier funktioniert. Und als Bonus, wenn du das Video bis zum Ende schaust, dann bekommst du nochmal einen kompletten Kurs für einen Wert von 3.000 Euro komplett kostenfrei mit dazu. Und dann denkst du, okay, ich will jetzt warten, bis ich den habe, so als Beispiel. Ne? Das wäre quasi Open Loop. Emotionale Trigger nutzen, Geschichten verwenden, Dringlichkeit schaffen, einfache, verständliche Sprache verwenden und dich auf den Leser fokussieren mit du, dein und so weiter. Und möglichst wenig ich. So. Erstmal so als Kontext. Dann haben wir hier die Werbeanzeige selbst. Was ist ein empfohlener Aufbau? Die Zielgruppe ansprechen. Du bist Verkehrsanwalt, bla bla bla. Und wünscht dir dünnere Akten. Da kommen wir schon in die Details, die Nuancen. Im besten Fall versteht deine Werbeanzeige nur deine Kunden und alle anderen denken sich so, was meinen die jetzt mit dünneren Akten? Natürlich sind dünnere Akten gleich mehr Mandanten, gleich mehr Umsatz und jedes Unternehmen der Welt will, sag ich mal, grundsätzlich mehr Umsatz, aber durch dünnere Akten und bessere Mandaten holst du so viel genauer Verkehrsanwälte ab, als wenn du eben sagst, du willst mehr Umsatz. So, das juckt einfach keinen. So, das ist halt, du willst dünnere Akten. So. Heißt ganz spezifisch hier sein, Einwandvorwegnahme betreiben. Du hast vielleicht schon mal ABC probiert, aber es konnte das Problem nicht lösen. Du hast schon mal mit einer Recruiting-Agentur gearbeitet. Ist nicht schlimm, so, weil wir machen es anders. Und dann Aha-Momente erzeugen. Ne? Viele denken, dass ABC das Problem ist, doch eigentlich ist XYZ das Problem und so weiter und so fort.
Lösung anteasern, nachdem wir mit über 100 Agenturen zum Beispiel gearbeitet haben, konnten wir genau das lösen, trotz Fachkräftemangel, und das Zeitfenster schließt sich, also quasi Call to Action mit Verknappung machen, bevor es alle machen. Gehe jetzt in die Umsetzung, genau wie unsere Werbeanzeige. Hey, bevor deine Konkurrenz sich das reinzieht, zieh es dir lieber rein, damit du den Vorteil hast. Das ist quasi genau das Ding. Dieses Video hier, das geht 3 Stunden, das würde ich mir tatsächlich aber anschauen, wenn ich du wäre. Da zeige ich ganz genau, wie du das Setup im Facebook Ads Manager machst. Das ist ein bisschen älteres Video, ist aber noch komplett aktuell. Also genau das Setup machen wir aktuell immer noch. Und das funktioniert auch mega, mega gut. Und genau, dann sind hier quasi nochmal Werbeanzeigen, kannst du dir einfach in ein Dokument genauer reinzoomen und dir das nochmal genauer anschauen. Da will ich jetzt nicht super im Detail drauf eingehen. Und dann, genau, hast du hier quasi einmal nochmal die wichtigsten Einstellungen zusammengefasst. Verwende bitte CBO, kein ABO. Falls das jetzt alles nicht sagt, schau dieses 3-Stunden-Video an. Kampagnenziel, Umsatz, Conversions, Cold Conversion, Lead Funnel bitte benennen, manuelle Konfiguration, kein A/B-Test, Interessentargeting verwenden, Budget 20 bis 30 Euro, machen wir hier 30 Euro pro Tag, Feed Story, Platzierung, Reels aus oder alles andere generell raus, keine Advantage Plus Kampagne, keine Multi-Advertiser Ad, keine dynamische Anzeigengestaltung, keine Videos, keine automatische Optimierung, also ganz viel einfach nicht, was Meta mittlerweile vorschlägt und dich quasi zwingt zu machen, das alles bitte nicht machen. Ist aber in dem Video hier auch nochmal genau erklärt. Und wenn du denkst, boah, ich habe keinen Bock, ein 3-Stunden-Video anzuschauen, musst du nicht. So, alles gut, ist ja freiwillig, ist auch for free. Aber wenn du einfach quasi die Ergebnisse haben willst, planbar, nachhaltig Enterprise-Kunden zu gewinnen, dann würde ich einfach einmalig diesen Zeitinvest tätigen und einfach der ganzen Konkurrenz voraus sein, weil die haben alle auch keinen Bock, das zu machen, gehen aber jeden Tag in den Pain und machen Kaltakquise, willst, dass du dir einmal die Zeit nimmst, das zu machen, finde ich smarter. Dann mach dir gerne einen Perspective-Account. Wir haben hier den Funnel, den wir empfehlen, auch drin. Das heißt, kannst du dir einfach quasi ziehen. Natürlich musst du die Copy anpassen, obviously, aber das haben wir ja besprochen, wie das funktioniert. Telefonnummer abfragen, dann geht per Zapier quasi die SMS raus und der Vertriebler ruft an. Und dann hast du noch Retargeting, wo du Kundenstories erzählst. Denn am besten ist es, dass du Kundenstories erzählst, die top Einwände und Glaubenssätze deiner Zielgruppe lösen. Das sagt ein Kunde zum Beispiel, ich dachte, es gibt einen Fachkräftemangel, dann habe ich aber mit der und der Firma zusammengearbeitet und gemerkt, dass es der Fachkräftemangel eigentlich selber Bullshit ist und wir das so und so halt trotzdem richtig geile Leute einstellen konnten. Und dann haben die Leute quasi, die das sehen, werden nicht selbst gefrontet, sondern jemand erzählt von sich. Wenn ich sage, ich hatte damals Probleme quasi mit Dating und Frauen kennenlernen, es ist viel geiler, als wenn ich sage, du bist wahrscheinlich jemand, der Probleme mit Dating und Frauen hat, oder? Sondern ich sage, ich hatte es damals, ich habe es gelöst und deswegen, ne, kann man dann für sich selbst übersetzen, dann kann ich es wahrscheinlich auch lösen, wenn er es geschafft hat. Bild vom Vertriebler, also in dem Fall wahrscheinlich von dir, würde ich als Ad Creative auch mit reinnehmen, dass man Vertrauen zu dir aufbaut. Und Videos sind zwar quasi vom Kunden nicht zwangsläufig besser wie Fotos. Das heißt, du kannst auch ein Foto von dir und vom Kunden zum Beispiel nehmen und dann diese Glaubenssätze auflösen. Das geht in Meta und in Google. Beides solltest du machen. Und danach geht es quasi ums Tracking. Da habe ich eine Tracking-Tabelle verlinkt, die du nutzen solltest quasi, wo du einfach quasi jeden Monat, jeden Tag deine Daten eintragen kannst. Und genau, das sind quasi eigentlich so die Hauptthemen. Und genau, dann geht es mal so um die Optimierung. Ist jetzt mal im Detail erstmal wahrscheinlich nicht so wichtig für dich. Ich gehe auch in dem Video hier intensiv darauf ein, wie man dann quasi damit weitermacht. Aber einfach, dass du trotzdem schon mal gehört hast, werden ganz klar dann jeden Tag oder je nachdem, was dein Budget ist, teilweise auch also nur zweimal in der Woche, deine Daten ausanalysieren, was ist der Flaschenhals und wie optimieren wir es. Denn das Wichtigste ist, dass du nicht nach Daten, nicht nach Gefühlen optimierst, sondern nach Daten optimierst. Und die meisten sagen, boah, jetzt hat es nicht funktioniert und jetzt schalte ich irgendwas aus oder irgendwas an. Nein, bitte bleibe ruhig und optimiere hundertprozentig nach Daten. Und genau, dann hast du grundsätzlich quasi einen profitablen Funnel. Das Wichtige ist grundsätzlich dabei, dass du quasi den Preis pro Neukunden immer in Betracht ziehst und nur weil quasi irgendwelche anderen KPIs nicht funktionieren, wie keine Ahnung, du hast gerade eine zu geringe CTR, aber dein Neukundenpreis passt und dein Terminpreis passt, dann ist die CTR scheißegal. So, deswegen, das ist halt super, super wichtig, das im Hinterkopf zu beachten. Da ist auch in einem längeren Video, wie gesagt, grundsätzlich erklärt. Außerdem, um das Ganze abzuschließen, quasi bitte auf der Danke-Seite, Landingpage, ein magisches Video platzieren, damit du da quasi Leute nochmal aufs Strategiegespräch pitchen kannst. So, das heißt, es ist sehr, sehr viel Arbeit,
Du hast aber eine ganz konkrete Anleitung quasi bekommen, oder auch gerade hier, wenn du dir das 3-Stunden-Video anschaust, wie du es 100% exakt aufbaust. Du hast die Community, wo du all deine Fragen stellen kannst oder uns eine Direktnachricht schreiben kannst. Das heißt, nimm dir bitte die Zeit und mach es wirklich. Wird sich unglaublich lohnen und du bist deiner Konkurrenz einen unglaublichen Schritt voraus, wenn du keine Ahnung auch, wie diese Kunden hier, Facebook-Ads, E-Mail-Marketing-Agentur, Recruiting-Agentur, Webdesigner, einfach qualifizierte Anfragen am Fließband bekommen und damit einfach richtig geile Enterprise-Kunden bekommen, versus die ganze Zeit Kaltakquise zu machen. Das heißt, nimm dir die Zeit, schau dir das Video an, stell deine Fragen an uns, an die Community und such dir auch einfach ein Erstgespräch raus bei uns, dass wir dir dann nochmal intensiv helfen können, quasi wenn du dazu Fragen hast und dann, wenn du die Erfolge hast, dadurch schon quasi und durch so ein kostenloses Erstgespräch schon weitergekommen bist, hast du vielleicht auch Bock mit uns zusammenzuarbeiten, vielleicht auch nicht, aber am Ende des Tages haben wir das meiste davon, wenn du durch diese kostenfreien Inhalte schon den meisten Erfolg hast. Von daher sehen wir uns dann im nächsten Video oder in der Freelancer Masterclass hoffentlich nochmal. Bis dahin, dein Alex.